Da könnte ich auch hier den Starbase Constructor. Oh fuck. I hope you like the smell of rockets in the morning. Ja, ich hoffe ihr... Alter, ihr seid beschädigt, wie scheiße. Ihr wollt wirklich noch einen Raid machen? Hier sind Verteidigungsplattformen. Solltet ihr vielleicht lassen. Ich könnte übrigens die ganze Zeit schon Gauron dazu holen. Und da kommen mehr Piraten, ich schicke meine Flotte wieder rüber. Und Gauron kann ich direkt da spawnen lassen. Das geht schon direkt sehr abenteuerlich los, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Spiel schon dauert, aber... Ich kann ja mal gerade auf meinen Timer gucken, während ich gleichzeitig Gauron dahin schicke. Aber wieso geht mein Handy immer aus dieser App raus? Oh, das läuft schon eine halbe Stunde. Also, dann ist jetzt wahrscheinlich jetzt so ungefähr die zweite Folge. Also, falls ihr euch das hier anseht, willkommen zurück. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und, ich frag mich jetzt, hat er nicht gerade noch so ein Ding gebaut? Ah, nee, habe ich nicht bauen lassen. Nee, hier habe ich eins bauen lassen, ich Idiot. Sag jetzt, ich hab den bei falschen Planeten gespawnt. Ja, habe ich. Fuck. Was gibt's denn hier alles? Hail Gauron. Das erhöht das Einkommen von dem Planeten, wo der gerade ist, wenn ich das richtig verstehe. Das hier ist... Ich nehme das Ding. Praxisforschung. Also Praxis war, für diejenigen, die es nicht wissen, das war ein klingonischer Mond, der explodiert ist. Aus unbekannten Gründen. Und das ist anscheinend auch die Grundlage für die Jug-Eng Schockwellenschiffe. Oh, mein Großkampfschiff ist gerade aufgestiegen. Wo ist es? Da. Orbital Command Station, da, hier ist es. Call for Assistance. Ist mein Starbase Constructor aber noch hier? Das wüsste ich gerne. Battle Station Constructor, ja. Dem geht sogar noch erstaunlich gut. Das heißt, es lohnt sich hier, einfach mal so ein Ding zu bauen. Ja. Chill. Ach, ich war hier im Bombardement. Ah, nee, war nicht. Sondern, das ist wahrscheinlich, weil ich hier gerade die Dinger abgegradet habe. Explore Planet macht ihr bitte auch mal. Und das hier baut ihr bitte. Und ich brauche noch das Handelsding, damit ich da Handelsposten reinbauen kann in die Sternbasen. Station Construction complete. Das ist wichtig, weil ich die nicht als damit keine logistischen Slots verschwende. Das ist immer meine Strategie. Die brauche ich für Forschungsdinger. Wie sieht's aus mit Propaganda? Propagandastation könnten wir auch bauen. Wo sind die denn? Star Travel, One More Travel, Communication Array. Das wird sich nämlich auch lohnen, gerade hier, wo wirklich viele Verbindungen sind. Ich baue mal auch noch ein paar zivile Labors. Wo ist der Battle Station Constructor? Ach, ich habe jetzt zwei. Ach nee, ich finde es ein bisschen doof, dass die Konstruktionsschiffe und die Battle Station Constructors dieselbe Textur haben. Und auch dasselbe Modell. So, das kann auch hier hin. Fail to find anything. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Artefakte nicht wichtiger sind, aber ich glaube, das ist auch im normalen Sinn so. Höchstens, wenn man wirklich die großen Maps nimmt, dann findet man auch alle von den Dingern. Was ist das hier?
Das hier ist. Das ist schon mal für unsere Verteidigungsstrukturen, damit die mehr Panzerung haben. Das brauche ich noch. Und ich möchte auch das andere, denke ich. Ich möchte alles kolonisieren können. Und auch generell mal die Singer upgraden. Für mehr Steuereinnahmen. Ach, klasse, L auch noch. Ich bin L. Wer jetzt weiß, woher das ist, dann seid ihr gut. Ich gebe euch einen Tipp, es ist ein Anime. Es ist der einzige, der mir wirklich gefallen hat von denen, die ich ausprobiert habe. Die Deathwind. Gaurons Schiff. Ich finde es ein bisschen seltsam, wie hier Gauron noch Kanzler ist. Ich denke, ich kann diesen Spoiler ruhig bringen. Aber Martok hier als General das bessere Schiff hat. Ich meine, Kanzler steht zwar mich über einem General, aber okay. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir die, wo ist es? Summon Martok. Und wir benötigen Kavorts. Dann bauen wir mal ein paar von denen. We have created a new weapon. Ich habe viel zu wenig Credits. Das geht nicht. Ich meine, ich bin froh, dass ich diese Forschung betreibe, aber... Und wo sind die Kaforts? Hä? Nicht doof? Trubek und muss ich das jetzt verstehen? Kafort Class wird's... We crave battle. Wenn ich das richtig verstehe, ist das Ding im Prinzip ein verbesserter Bird of Prey. Und ein paar Carrier natürlich. What? Hier geht irgendwie die Kultur gar nicht hin. So, das hier... Für mehr Schaden von den Disruptor-Kanonen. Das hier wäre langsam mal sinnvoll. Wenn bald, ich meine, die Föderation wird wahrscheinlich auch irgendwann ihren Titan rausbringen. Da muss ich auch in der Lage sein, dem zu widerstehen. Ja, you honor my house. Super. Ich meine, das ist der Sinn der Sache, dass sie unserem Haus große Ehre bringen. Also... Deathrite? Ne, Deathrite habe ich nicht. Aber das Ding wäre gut. Und das hier für die Katingas. Hier war noch irgendein Schiff. Moment, Vorchak-Klasse möchte ich natürlich auch haben. Dafür brauche ich aber die Deathrites. Okay. Es gibt eine Schiffsklasse, das ist Dacke weg. Das sind im Prinzip die schweren Kreuzer. Von denen möchte ich auch ein paar haben. Stalker ist ein Torpedoschiff. Summon Martok dürfte ich jetzt echt auch können. Ja, kann ich. Wo ist meine Flotte? Hier ist meine Flotte. Hier. Die Obliterator. Was kann der? Ionenpuls. Ach ja, das, die Fähigkeit aus Armada. Oh, die war so gut, wenn man am besten so 8 Neckwars hatte. Also, damals war das Flotten, eine Flotte war dann so 8 Schiffe immer. Und damals gab es noch keinen Grund, nicht die ganze Zeit einfach von dem, ja, von den Besten zu bauen. Und dann hat man einfach bei denen, ja, so 8 von diesen Dingern auf ein Ziel gemacht. Das war sowas von tot hinterher. Ach, das waren noch Zeiten. Ich krieg's nicht mehr zum Laufen. Okay, hier kann ich keine Slots mehr rausholen. Wie sieht's hier aus? Combat Laboratory. Propagandastation würde sich... Doch, ja, es lohnt sich. Propaganda-Style.
Wie sieht's? Hier kann ich noch eine Menge machen. So, danach müsste ich... Ich glaube, ein ziviles Labor müsste ich noch bauen, dann hätte ich alles. Hier fertig? Ja. Ich will ehrlich gesagt... diesen Planeten. Das hier ist ein M-Planet und das hier ist ein Vulkanplanet, der eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Hitze ist gar nicht mein Ding. Aber hier gibt's Metall. Und dann könnte ich hier hin und darüber dann hier zur Piratenbasis und mir das Ding holen. Die Systeme verbessern wir mal. Immer noch viel zu viel Lithium. Ich könnte natürlich mit Shift klicken. Das sind immer so 500er dann. Kristallhändler, Achievement, voll gut. So, das hier erhöht dann auch unser Handelseinkommen. Ich glaube, spätestens jetzt lohnen sich Außenposten, damit ich da einfach nur Handelsdinger machen kann. So. Fortification. Outpost Deployment. Und hier möchte ich auf jeden Fall auch eine Sternenbasis haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber hier, wo ich einfach nur die anderen Dinger haben möchte, brauche ich eigentlich nur, also nur für den Handel, brauche ich ja dann auch nur die Außenposten, die sind billiger. So, wie viele Schiffe habe ich denn jetzt überhaupt? Ach, das, die sind noch gar nicht hier, die anderen. Mehr Großkampfschiffe, mehr von denen. Kann ich jetzt eigentlich mal irgendwelche neuen Großkampfschiffe bauen? Ich glaube nicht. Deathrite-Klasse könnte ich bauen, aber ich möchte eigentlich Vorjar-Klasse, die jetzt gerade erst erforscht wird. Und Kvex. Ich finde leider, dass die Helden auch ein bisschen zu sehr die Rolle von Großkampfschiffen übernehmen, auch wenn das eigentlich eigene Klassen sind. Figier, ich mag dieses Schiff nicht. Capital Carrier würde sich lohnen. Erstmal... ich habe viel zu wenig Rohstoffe jetzt. So, 4 Kvex, dann nochmal 4 Vorjars, oder? Nee, Vorjar ist ein eigenes Großkampfschiff, ne? Vorjar ist ein Großkampfschiff, alles klar. Dann brauche ich eins von denen auch noch. So, jetzt haben wir auch eine vernünftige Flotte. Von wie viel bekomme ich jetzt eigentlich? 11? 7? 38,7. Okay, ach, das ist ein Konstruktionsschiff. Ich wollte schon sagen, ich wollte eigentlich den Starbase Constructor, den wir hoffentlich mal gebaut haben. Und hier, ich weiß nicht, ob die Klingonen das haben. Es gibt ja auch ein Sternbasen-Upgrade, womit ein Planet nicht übernommen werden kann, bis die Sternbasis zerstört wird. Auch wenn der bombardiert. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das verhindert, dass wenn das, also wenn man Heimatplanet zerstört wird, also, was heißt zerstört, bombardiert wird, bis der wirklich Planet Health bei Null ist, ob das dann auch verhindert, dass der Gegner gewinnt. Ich meine, die werden nicht so weit kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die sich auch nicht wirklich anstrengen, aber überleg mal, das stand zwar gerade easy, aber im Originalspiel wäre das eigentlich leicht. Das, was früher leicht oder mittel war, ist einfach nur jetzt als Borg easy markiert. Das ist auch noch so eine Sache. Enforced Loyalty habe ich hier. Despite Bombardment. Ja, das möchte ich haben. Das lohnt sich hier besonders. Oh, ich habe eine Flotte hier. Ich habe eine Flotte hier. Aus irgendeinem Grund kann ich jetzt nochmal neue Schadronen holen. Was ist das hier? Quebec. Oh, fuck. Die zerstören meine neuen Schiffe. Das nervt. Wahrscheinlich kommen die gar nicht erst hierher. Ich brauche auf jeden Fall bessere Systeme für Widerstandsfähigkeit und sowas. Schild-Upgrades, ach, die kommen hier erst. High-Frequency-Shields. Holen da aber auch nicht so viel raus. Die sind nicht so auf Schilde, weil die wollen ja praktisch sterben.
Zwar ehrenhaft in einem Kampf, aber die wollen sterben. Okay, ihr zerstört bitte die... wie heißt es? Nikosia? Ich muss sagen, die Föderationsschiffe finden sind eigentlich am coolsten. Mir gefallen die immer am meisten. Die sind wirklich auch mit einem Sinn für Ästhetik gebaut einfach. Ich gehe mal auf... Bleib mal auf Stufe 1 bei der Geschwindigkeit, damit man das besser sehen kann. Sehe ich das irgendwie hier? Nein, leider nicht. Das ist Cinematic Mode. Ach, das macht nur die Symbole weg. Wow. Da ist noch ein Schiff. Der Enterprise-Klasse. Der Galaxy-Klasse. Das Schiff Nebula oder Phoenix. Ich kann es nicht sehen. Das ist Nebula. Okay, die Phoenix und die Nebula sehen ja sehr gleich aus. Bis auf einen Unterschied. Halt, dieses Ding ist unterschiedlich. Hier. Nee, das sind keine Kervecks in der Flotte. Vielleicht habe ich einfach schon alle zerstört, bevor meine Flotte angekommen ist. Ich fast vorwarte die Kämpfe trotzdem so ein bisschen. Oh, ich habe wahrscheinlich jetzt auch zig Skillpunkte nicht vergeben. Das Ding hat noch einen Plus. Dann machen wir einfach hier das noch. Overcharged Weapons, das ist für die Flotte, das ist gut. Das hier sorgt, glaube ich, dafür, dass man mehr Schiffe bekommt. Ich weiß es nicht. Und Impulse Overdrive, damit sie sich schneller bewegen können. Habe ich jetzt echt irgendwelche Quacks mal? Irgendwie gar nicht. Bekommt ihr jetzt einfach ein paar Quacks und auf jeden Fall noch ein Watcher. Die anderen Schiffe sind irgendwie alle scheiße. Ich mag die nicht. So, damit die auch was aushalten und auch meine Verteidigungsplattform. Die benötigen einfach viel mehr. Das gefiel mir gerade überhaupt nicht. Wow, was ist hier? Habe ich gesagt, die würden nicht durchkommen, weil die es nicht versuchen? Ja, offensichtlich haben die ihre Meinung geändert. Die haben das gehört und sagen jetzt, ja, hier. Fuck you. Vor Kalis. Ja, sehe ich auch so. Und zu Stovokor und Valhalla und was es sonst noch alles gibt. Ich kann doch... Ach, Fleet Support... Doch, ich brauche Credits. Call for Assistance. I am ready. Die können dann auch der Flotte beitreten direkt, wenn die Flotte erstmal hier ist. Und was habe ich bekommen? Packe Vex. Vex, das hier ist eine Raptor. Noch drei Vex. Der Rest ist mir ziemlich egal, aber Vex sind gut. Ich sollte mehr von denen bauen. Do not have the proper research. Genau, es gab ja noch die eine. Nein, das ist für die Death Ride. Es gab noch diese eine Forschung mit den zusätzlichen Slots für Taktik. Das ist jetzt bessere Schilde, das ist auch soweit gut. Leider macht die Sternbasis nicht so wirklich einen guten Job. Das Ding ist. Ach, das ist noch im Bau. Das hier gefällt mir nicht. Hört auf! Ich dachte, die Föderation, das sind keine Massenmörder. Ready to fight. Reinforcements have arrived. We do not have enough resources. Dispersive Armor? Reinforcements have arrived. We have created a new weapon. Ah, jetzt ist meine Flotte da. Ja, wir haben das leider ein bisschen verpasst, aber die verziehen sich jetzt zurück. Das ist nicht ein bisschen doof gelöst. So viel ich weiß, ist das, dass sie
gewartete Sins-KI. Ich weiß nicht, wie weit die Modder das machen können. Übrigens, extrem cooles Wach. Fuck. Das sieht geil aus. Und das bleibt ja jetzt auch so. Also das ist so, dass die KI sich irgendwie automatisch zurückzieht, sobald sie sich mit einer Übermacht konfrontiert sieht. Auch die Borg zum Beispiel, obwohl die Borg eigentlich generell weniger Schiffe haben, außer halt sie assimilieren andere Schiffe. Ich habe mal als die Borg gespielt, das ist echt extrem. Ich hatte eigentlich kaum eigene Schiffe, bis auf ein paar Großkampfschiffe und ein paar Schiffe, die ich am Anfang gebaut habe. Das war extrem. Aber selbst die Borg, wenn du da einen Kubus hast und du kommst da mit einer Flotte, der Kubus könnte sich... Das könnte die Flotte erledigen, der fliegt weg. Das ist... Vielleicht ändern die das noch. Das wäre cool. So, ich mag den klingonischen Titan nicht so, muss ich sagen, weil das eigentlich eine Bombe ist. Also, wenn ihr das... ihr könnt mal im Let's Play, in einem anderen Let's Play, Krieg um den Alpha-Quadranten, könnt ihr das euch ansehen, was da passiert, wenn so ein Ding hochgeht. Das hier ist gut. Schnellerer Schiffsbau. Das hier ist gut. Es wäre langsam Zeit, aggressiv zu werden. Ist jedenfalls so mein Eindruck. Das heißt, ich brauche wirklich hier den Teil auch. Und ich muss erstmal... Ich muss die Systeme upgraden. Aber abgesehen davon, wo ist... Ich hab hier noch. Hatte ich hier nicht eine? Eine Quebec hatte ich hier noch. Einfach mal rüberschicken, aber. Kein Watcher? Hab ich den Watcher schon mitgenommen? Watcher ist schon dabei. Gut. Wo ist Watcher? Das Ding hier ist Martok. Und dann ist das hier. Das ist Glorious Charge. Polaron-Torpedo. Oh, das Ding war auch gut. Also am Anfang in den ersten Missionen einer Kampagne konnte man ja meistens noch nicht die ganz tollen Schiffe bauen. Das war dann das meiste, was man bauen konnte. Irgendwie Akira, Watcher, ich glaube Griffin und ja, bei den Borg weiß ich es nicht mehr genau. Ich glaube Assimilator. Und da hat man einfach die gerusht stattdessen und einfach mal so 8 Polaron-Torpedos auf ein Ziel. Das Ding war, dieses Ding hat eigentlich irgendwie ein Schild beschädigt und es hat ein zufälliges Subsystem außer Gefecht gesetzt. Also schon mal auch schon mal die Waffen oder die Lebenserhaltung, das war auch ziemlich lustig. So, das Ding war jetzt voll? Nee, eins kann ich noch bauen. Da machen wir hier mal Squadron Facilities. Und genau, ich sollte vielleicht meine Ökonomie ausbauen. Deploy Defensive Post. Ich brauche auf jeden Fall mehr Tritanium und ich muss ein bisschen Dilithium verkaufen. So, wenn ich meine längste Handelsroute vergrößern kann, die längste Handelsroute bestimmt das Handelseinkommen aller Handelsposten. Das heißt, damit könnte ich dann mehr Credits verdienen. Weg. Wieso sind die hier nicht der Flotte beigetreten? On my way. Give me more power. Go there. So, ich bräuchte vielleicht mal einen Reparatur. Wo ist es? Reparaturwerft. Nicht genug taktische Slots. Das wird dann Imperial R&D. Da. Einfach mal 16. Von diesen Slots noch dazu holen. Warum nicht? Das ist nur minimal overpowered. Ich denke, es wird noch rebalanced. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Enemy Fleet. Ja, ein Scout ist voll die Flotte. Oder ist noch irgendwo... Oh! Fuck. Leider hat das Ding keine Schildeffekte. Ich hoffe, das wird noch geändert. Und... Scheiße. Das hält das nicht durch. Nein, das ist schon jetzt auf 50%. Ich brauche mal dieses Ding, womit man... Ja, das Ding brauche ich auf jeden Fall auch, aber...
Da war doch eins hier, maximaler Warp-Geschwindigkeit, weil hier die Phasenlinie ist schon sehr lang. Okay, das Ding muss ich neu bauen. Wo ist es? Battle Station Constructor. Das ist aber auf jeden Fall auch wichtig. So, ich würde sagen, wir zerstören einfach Großkampfschiffe. Und dann ziehen sie sich wahrscheinlich zurück. Guckt euch das an. Fokussiertes Feuer. Die KI benutzt sowas leider nicht. Aber ich finde, wenn man sich einfach auf die größten Schiffe konzentriert, dann ist das eigentlich am besten. Divide and Conquer. Das trifft das bei den Klingonen auch sehr gut. Einfach mal ein Level 5 Großkampfschiff, bitte. Bitte entkomme nicht. Bitte entkomme nicht. Ach. Bitch. Battle Station Constructor. Okay, aber ich brauche auf jeden Fall mehr Ressourcen, das heißt, ich brauche mehr Geld. Wie sieht's aus? Merchant Cargo Base. Wieso? Ach, das Ding hat noch nicht das gebaut. Aber hier. Vor allem nach jedem Kampf wird meine Flotte stärker, weil. Einfach, ja, weil meine Großkampfschiffe stärker werden. Drain Planet. Was ist das hier? Glorious Charge, Grievous Insult. Spire Honor. Komm, das. Ich überlege mir. Ach du Scheiße. Ja, durch das neue Upgrade kann ich das sehen, dass die ihre Schiffe bewegen. Okay, rüber da, aber sowas von schnell. Ich habe nicht mal genug Tritanium für eine Reparaturwerft, aber ich werde die brauchen. Meine Flotte ist so viel im Einsatz. Neben, ich habe Schriften und greife nicht nur groß offen. Schurfwaffe. So, meine. Alles. Irgendwie zählen die. Ist das nur mein Gefühl, erzählen die. Sternbasen als größere Randesbossen. Stimmt, das Ding ist ja jetzt auch nicht mehr. Das heißt, da ist auch kein Handelsposten mehr. Aber die Dinger werden ja wahrscheinlich nicht kaputt gehen. Das hier würde sich vielleicht mal lohnen. Das Schildmodell von diesem Schiff ist cool. Das hat man ja auch bei der Scimitar von den Romulanern. Der Romulanische Titan ist extrem geil, auch das Schildmodell. Bei den anderen ist es nur eine Blase und es ist wirklich nur wie eine zweite Haut. Aber Level 1 Großkampfschiffe, so langsam werden die Piraten echt. Ich meine, es ist keine wirkliche Gefahr, aber. Oh! Die Föderation hat diesen Planeten. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen in der Lage, wo ich nur durch Forschung wirklich einen Vorteil bekommen kann. Die Föderation ist auf Forschung eingestellt. Das heißt, wenn ich nicht forsche, sind meine Schiffe dem irgendwann unterlegen. Was sich auf jeden Fall lohnen würde, sind mehr Schiffe. Auch mehr Carrier. Ich kann ja auch noch. Da war doch ein Carrier unter den. Das Ding. Das brauche ich. Nein, nicht Watcher, das Ding. Neues Großkampfschiff kann auf jeden Fall nicht schaden. Oh Gott. Hau ab. Hau ab.
Doch, 4,8. Jetzt sind es irgendwie alle Handelsposten gut. Dieses Schiff ist auch beschädigt und hier ist ein Wrack. Direkt in den Wrack reingeworbt. Ja, das auch. So, ich bräuchte auf jeden Fall... Das hier wäre gut. Verbesserte Schubdüsen. Damit die schneller sind. Wenn ich die Flotte ständig verlegen muss, sollte sie natürlich auch schnell sein. Oh. Mein Handy regt sich gerade so ein bisschen auf. Das heißt, ich würde sagen... Die Auflösung dieses Kampfes sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Star Trek Armada 3. Bis zum nächsten Mal.